Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von One Day Saving. Tüte kann weg. Das war knapp. Ich dachte, das fliegt mir wieder zurück auf den Kopf. Ich habe hier solche zwei Sachen und drei Teilbilder bestellt. Ich habe ja noch nicht genug, egal. Waren aber einfach zu süß. Warum hier ein Gummi drum ist, keine Ahnung. Genau, ich bin ein bisschen erkältet. Ich sage das jetzt quasi in jedem Video, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich habe heute Drehtag, weil ich nicht weiß, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht auch schon alles wieder gut. Aber ich werde jetzt eigentlich hauptsächlich einfach so aussehen, weil ich ganz, ganz, ganz viele Videos vordrehe, weil ich die nächsten zwei Wochen gefühlt keine Zeit habe und ich tatsächlich auch, ich habe sehr viel, ich habe eine Woche jeden Tag einen Termin und dann möchte ich gerne vorher und nachher die Zeit für die Kinder dann auch nutzen, weil das auch stressige Termine teilweise für die Kinder sind, genau, und dann möchte ich denen einfach die Zeit geben und deswegen drehe ich jetzt zu viel vor und ist ja auch nicht relevant für euch. Hauptsache ihr seht Videos. Bild Nummer 1 und da war ich mir tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, warum habe ich das denn bestellt? Ich bin jetzt gar nicht so der Pferdefreund, aber anscheinend hat mir das Bild dann doch gefallen. Das Toolkit ist gerade runtergefallen. Wir kennen es alle, wie es aussieht. Es ist ein grünes Toolkit. Genau, es ist ein Einhorn. Okay, wahrscheinlich deswegen. Aber es ist ein super niedliches Bild. Ich finde es sehr, sehr schön. Wir haben... Ach, ich weiß, warum ich es bestellt habe, Leute. Komm, hat sich erledigt. Ich weiß es, warum ich es bestellt habe. Ich zeig's euch. Ah, immer dieses Zeug da. Wartet. Tada! Deswegen... Rosen. Das sind die Steine. Hellgrün sogar, okay. Oh, die dicken hier. Der Hammer. Ach, die Rosen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ja, ist schon ein schönes Bild, ne? Ist schon schön. 30x30, guckt mal. Ich finde es so niedlich. So niedlich. Und ich denke mal, werden die Rosen dann sein. Oh, das wird so gut aussehen, Leute. Oh, jetzt weiß ich, warum ich es bestellt habe. Mit diesen super schönen Seifenblasen. Oh mein Gott, ich habe das Seifenblasenmaschine geschenkt bekommen, Leute. Von der Mutter von einem Kind, was ich mal da hatte. Da hat alles wieder super geklappt. Und das war auch nur krankheitsbedingt. Das kommt auch manchmal vor. Dass eben manche Eltern dann auch mal vielleicht niemanden haben, der sich eine Zeit lang um das Kind kümmern kann, wenn man eben ja ein bisschen doller erkrankt ist, sag ich mal. Und genau, dann braucht man halt eben jemanden. Und er hat mir eine Seifenblasenmaschine, das ist so cool. Und da kommt da alles raus, ganz viel. Ah, das ist so cool. Für die Kinder natürlich. Aber ich find's so cool. Ich habe mich mega gefreut. Ja, wir treffen uns ab und zu mal noch auf dem Spielplatz, sehen uns. Und genau, fand's cool. Ich habe mich gefreut. Ich, alte Kuh, habe mich gefreut über die Seifenblasenmaschine. Ja. Genau, da hat mich das jetzt gerade dran erinnert. Ja, mit sowas kann man mir eine Freude machen, ne? Das ist cool, das Ding. Ich hätte es mir nicht gekauft. Ich wäre zu geizig gewesen. Aber ich freue mich drüber. Ich bin froh, dass wir es haben. Wir. Ich stehe da als abends am Fenster. Ein bisschen Freude braucht man auch mal bei dem Stress. Dann so ein Bild. Tudu, mit einem Hai. Ah, oh, super viel klein gefuschelt. Aber oh, ich dachte halt, komm, mach. Ist ein Hai drauf. Und irgendwie sind die Bilder... Ich habe noch
andere Päckchen da, wo ich Bilder bestellt habe, aus anderen Shops, weil die halt auch manchmal andere Bilder dann haben und andere Preise vor allem. Müsst ihr vergleichen. Und irgendwie sind die jetzt anders. Die haben einen Rahmen. Ich zeig's euch mal. Das ist das Bild. Ah, das ist schon cool. Da ist sehr viel los auf dem Bild. Aber die haben jetzt so einen neuen Rahmen irgendwie. Richtig cool. Ja, die Teilbilder, die sind so halt jetzt im Kommen, ne? Also die sind jetzt richtig gehypt. Die waren eine Zeit lang mal eher so ein bisschen verhasst, aber jetzt sind die ja richtig beliebt. Ja, gefällt mir. Ist viel los auf dem Bild, aber ist schön bunt auch. Ich finde es schön. 7 verschiedene Steinchensorten. Ich mag's. Gucken wir jetzt mal die Steine dazu auch an. Die da liebe ich. Die sind so schön. Dann haben wir noch viel Blau natürlich. Oha, die hat man jetzt auch nicht so oft dabei. Und dann eben einfach noch normale Strasssteine. Ja, ist jetzt vielleicht eher so, ja, von den Steinchen her weniger los. Aber es ist schön bunt. Das mag ich an dem Bild. Und halt ein Hai drauf. Mag ich. Sehr cool. Packe ich mal wieder ein. Und ihr könnt Bild und Steine auch getrennt lagern, weil hier ist die Bildbezeichnung. Und dann steht das da immer drauf. Und dann wisst ihr, wo das hingehört. Das finde ich halt auch sehr praktisch, weil die Bilder bei mir ja oftmals auch unterm Teppich eine Weile liegen. Aber ich muss erstmal unterm Teppich wieder klar Schiff machen. Da ist noch viel los. Ja, genau. Nächstes ist ein größeres, 30x40. Ja, stimmt, ich erinnere mich, das war mit Leuchtstein, mit Leuchtjellies. Ah, cool, alles in Zipptüten, mega. Oha, oh mein Gott, wie viel ist das denn? 16 verschiedene Steinchen. Okay, Blaustrasssteine, helle. Lila, pink, dunkelblau, so ein goldgelb. Oha, Leute, da geht's aber ab. Solche Krallen, sieht aus wie Fingernägel. Die hier sind auch echt schön, so blau, so langgezogene. Dann, Perlmutt. Halbkreise, solche roten Schiffchen, dann, oha, lilane Krallen haben wir auch und dann die da, mein lieber Mann, da geht's aber ab, Leute, die sind richtig dick auch, da ist eins, ah ja. Und die da sind ja sowas von schön. Mega. Oha, das sind die schönsten aber. Oh, die sind so richtig wie Regenbogen. Sehr cool. Und dann haben wir noch 3x Leuchtjellies. Hellblau, pink und ja, orange würde ich sagen. Oh Gott, jetzt kriege ich das natürlich alles gar nicht mehr so schön in die Tüte rein. Mache ich gleich. Kommen wir zum Bild. Und das hat auch einen schönen bunten Hintergrund. Und eine Beschreibung. Bisschen wie Mal nach Zahl, ne? Man nochmal genau dann sehen kann. Weil da bei den Leuchtjellies kein Buchstabe hintergedruckt ist, aber ich meine, also da ist man ja schon wirklich auf der Brennsuppe daher geschwommen. Wenn man das nicht kapiert, wie das geht, ne, dann, das habe jetzt sogar ich dann schon kapiert. Und ich stehe jetzt mal wirklich mit beiden Füßen auf dem Schlauch. Ja, also da ist es. Und da ist das eben halt
hier hinten, ne, ist das halt nicht mit einem, mit einer Zahl oder mit einem Buchstaben hinterlegt, weil da ist ja ein C drauf. Und dann habt ihr das halt nochmal da. Aber so doof ist ja niemand, oder? Ich meine, das ist ja schon farbig auch. Das kapiert man doch, oder? Ja, richtig cool. Wirklich richtig cool. Ich mag das auch, dass der Hintergrund auch bunt ist, nicht nur so weiß, wie das halt meistens ist bei den Teilbildern. Ich mag das, dass das jetzt eben halt auch bei vielen Bildern so bunt gehalten wurde. Richtig schön. Aber die Leinwand ist sehr steif. Das muss länger unter den Teppich auf jeden Fall. Cool. Gefällt mir. Das ist super schön. Und ich denke, ich werde die Beschreibung in die Tüte mit den Steinchen reinpacken. Und zwar so, dass ich weiß, zu welchem Bild die Steinchen gehören, wenn ich das unter den Teppich lege. Guckt. So, und dann weiß ich das gleich. Genau. Aber jetzt erstmal darf es noch nicht unter den Teppich. Es muss noch in die Box, in den Keller, bis ich ein bisschen was abgearbeitet habe. Weil ich habe super viel noch unterm Teppich. Und durch die ganzen Termine, die ich dann jetzt auch habe, ist jetzt überhaupt ein Fokus? Nein. Komme ich jetzt momentan irgendwie eher schwierig dazu. Ich habe noch zwei solche große Päckchen, ein kleineres und ein größeres. Ich mache jetzt zuerst mal das. Das raschelt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ja, nein, das zeige ich euch gleich am Schluss. Oh, da freue ich mich ja sowas von drüber. Ich mache jetzt erstmal das da. Oh, da freue ich mich. Moment, ich zeige euch mal das. Oh, auch so schön. Ja, Mensch, da habe ich hier aber eine richtig tolle Bestellung gemacht. Und zwar ist das wieder aus Holz. Da hatte ich schon einen Panda. Das ist so eine Garderobe. Da finde ich das sogar jetzt sehr gut da unten. Oh, das ist so niedlich. Eine Eule. Oh. Das ist so schön. Da ist das Toolkit mehr oder weniger dazu. Mit kleinem Schraubenzieher. Dann hier zum Aufhängen. Dann solche Haken im Retro-Style, drei Stück. Sehr cool. Ja, Toolkit halt. Ah, ist die süß. Guckt mal. Und dann kann man die auch hier sehr gut festmachen, die drei Haken. Da ist nämlich für alle drei Platz. Beim Panda war das so ein bisschen schwierig. Da war eher so ein Häkchen für Ersatz. Aber das ist ja richtig schön. Und hinten ist halt leider unbehandeltes Holz. Oh. Nicht so mein Fall, ne? Ach, da rollen sich mir aber echt die Fußnägel hoch. Ja, aber das ist sowas von schön. Aber das sprühe ich einfach ein mit so einem Sprühlack und dann ist gut. Ja, richtig schön. Ah, oh, ist die süß. Ah, oh, ist die süß. Boah, ich kann sie nicht anfassen. Die muss ich erst einsprühen. Auch hier zeige ich euch mal diese schönen Steinchen hier. Guckt mal. Oh, und ganz viel halt davon. Cool. Ah, oh, das ist schön. Da gibt es ganz viele verschiedene Tierchen noch. Der Panda war auch mega schön. Wirklich mega schön. Aber die Eule auch. Ich habe es wieder eingepackt. Genau. Das muss nämlich auch leider erstmal warten. Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Mein Lippenstift ist irgendwie schon ab. Naja. Muss ich mir fürs nächste Video gleich mal wieder nachlegen. Und dann kommen wir dazu. Das ist ja jetzt hier total im Hype. Und das gibt es jetzt auch bei One Day Saving. Und zwar solche kleinen Bilder, solche Mini-Bilder. Da gibt es auch viele verschiedene. Oh, so cool, Leute. Zwei Toolkits sind mit dabei. Zipptüten. Oh, ist das cool.
Ich freue mich. Ach, Blumen. Ich dachte gerade, aber was ist das? Oh. Oh. Ich zeig's euch gleich. Eckige Steine, richtig schöne Farben. Da ist viel los. Guckt mal, so ein großes Doppelpäckchen hier. Richtig schöne Steine. Ja, Acrylsteine, aber richtig schön. Das ist ja, guckt mal, das ist ein richtig großer Stapel. Ich dachte nämlich noch, oh, schon ein bisschen teuer. Aber, steht jetzt nicht drauf, wie viele. Aber das sind ja wirklich viele. Ich glaube, das ist ein Stiefmütterchen. Ha, jetzt kommt wieder die Botanikerin, die ich nicht bin. Keine Ahnung, eine rosane Blume. Oh Gott. Eine blaue Blume. Eine Mohnblume. Oder? Ja, ne? Eine Mohnblume. Lavendel. Lavendel, ich glaube. Eine Lilie vielleicht. Was sagt ihr? Maybe, maybe. Eine Sonnenblume. Gott. Ich rede mich jetzt hier im Kopf und Kragen. Tulpe? Ich glaube, ja. Eine Rose würde ich nicht sagen, aber ich glaube, eine Tulpe. Wie heißt die denn? Komme ich jetzt nicht drauf. Eine sehr schöne Blume. Das da ist eine Rose. Vielleicht. Also so eine Rose von so einem Busch. Glaube ich. Gänseblümchen oder Margariten. Eine richtige Rose. Ja. Also das so, diese Buschrose da. Das ist so eine, wo dann hinterher eine Hagebutte dann rauskommt, meine ich. Genau. So schön. Richtig cool. Und das ist perfekt für mich, weil ich ja jetzt wirklich momentan nicht so viel Zeit habe. Ich freue mich. Ich habe ja noch von einem anderen Shop ein Set da mit diesen kleinen Bildchen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Da kann man sich immer mal wieder eins nehmen. Muss man halt alle Steine abkitten. Aber dann kann man sich das ja zur Seite legen. Kann sich immer ein Bildchen rausholen. Da freue ich mich sehr drüber. Ich liebe es. Vor allem mit eckigen Steinen. Richtig cool. Sehr, sehr, sehr schön. Mega. Hammer. Sehr cool. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Wenn ich es vergesse, erinnert mich gerne dran. Das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.